Moin, Black Metal Endurance Punk Folge 52, bin der Zwiebel. Heute gibt es nur ein kurzes Dingen. Bisschen Brass hier, Hütte ist kalt, Heizung kaputt, Freitag. Alles eine Riesenscheiße. Das haben wir immer mit der Regelung. Altes Schätzchen haben wir da unten im Keller, neigt sich jetzt gegen Ende, aber. Wäre irgendwie noch schön, damit wir im Winter kommen würden. Muss ich noch so ein paar Sachen organisieren. Deshalb jetzt kurz und knackig. Ja, als Triss. Ja, dann nochmal kurzen Hinweis. Bis heute Abend habt ihr noch Gelegenheit, hier euch den Merch zu bunkern. Ne? Beanies, Caps, Hoodies, alles, was das Herz begehrt. Tässchen und so was. Ne? Also haut rein, ist schon ordentlich was reingekommen. Ich freue mich über euren Support, finde ich total klasse. Auf dass die Merch-Batterie an Rennen kommt hier. Also bis heute Abend habt ihr noch Zeit. Ne? Und in dem Zuge, weil ich bin jetzt auch schon wieder häufiger darauf angesprochen worden, ich hatte ja angedeutet, dass wir dies Jahr sowas machen wollten mit Trail Weekender, Bikepacking Overnighter. Das ist alles aktuell, soll gemacht werden, nur aufgrund der aktuellen Situation kann ich da terminlich noch nichts zu sagen. Ne? Also, das wäre jetzt irgendwie in Blau hinaus geplant. Müssen wir erstmal abwarten, wie sich die Lage so entwickelt jetzt in den nächsten Wochen. Aber ich hatte das eigentlich schon so angestrebt, dass wir das zum späten Frühjahr hin irgendwie durchziehen. Aber wie und in welcher Form und wann exakt, kann ich jetzt aktuell noch nichts zu sagen. Ne? Also ich denke mal, noch am ehesten wäre der Overnighter durchzuziehen. Mit dem anderen Ding hatte ich ja angestrebt, da in der Jugendherberge in Bad Honnef zu machen, aber da ist es natürlich dann auch wieder von der Inzidenzzahl abhängig, wie viele Leute da zusammenkommen dürfen. Und wie gesagt, erstmal die nächsten paar Wochen abwarten, wie sich das entwickelt. Und dann werde ich dazu sicher auch noch mal ein paar Neuigkeiten raushauen. Also more to come, bleibt am Ball, gibt auf jeden Fall was heiß Bock drauf. Ne? Also. Käffchen und Tee in der kalten Bude, dann wird das schon. Zum Glück haben wir ja auch keine Minusgrade hier, das hält sich alles noch ein Stück weit in Grenzen. Haben so ein Heizkörperchen, so ein Heizöfchen im Wohnzimmer stehen, das ist schon ganz gut. Ja, wozu ich heute aber Indoor komme drauf, ne? Ich hatte ja irgendwann mal so einen rausgehauen von Anti-Zwift League, ne? Das war natürlich, ist nur ein Späßchen, ne? Aber mein Dingen ist, für mich ist Sport draußen, so never not draußen. Ob es jetzt Laufband ist oder Rolle, also ich hatte vor Urzeiten, hatte ich mal so eine Rolle, gab es kein Zwift. Und da saß ich zweimal drauf, das ist es nicht, ne? Und mit dem Swift ja interaktiv und Digital-Meeting und so. Das mag ja alles schön sein, aber nicht für mich, ne? Das sind einfach meine, just my two cents zu der Sache. Ja, mit dem Zwift. Ich sehe dann halt immer bei Strava, wo dann irgendwelche Bildchen, wo sie dann da rumfahren. Mache alles toll sein, aber wie gesagt, für mich ist Sport draußen. Weil das Ding ist ja, ne, viele argumentieren damit, da können sie ihre Trainings total strukturiert durchziehen. Dem Punkt muss ich uneingeschränkt zustimmen. Nur hatte ich ja schon mal in einer früheren Folge gesagt, ich habe einen Trainingsplan, um darauf zu scheißen. Das ist jetzt natürlich auch wieder übertrieben. Ne? Aber dieses strikte nach Trainingsplan, das ist einfach in meinem Level, auf dem ich mich jetzt mit meiner sportlichen Leistungsfähigkeit bewege, sehe ich einen Trainingsplan. Ich will mich ja nicht martern. Ne? Ich mache den Sport ja, um auf Abwechslung zu kommen, um mich so von dem Arbeitsalltag und was weiß ich so ein Stück weit abzulenken. Dann brauche ich ja dann keinen Trainingsplan, um mich nochmal wieder weiter unter Druck zu setzen. Ich mache das nur dann, wenn ich da auch wirklich Bock drauf habe. Und
Das ist bei Swift, klar kann ich bei Swift oder auf dem Laufband total geil strukturiert meine halbe Stunde auf so und so viel Watt durchballern und finde das total geil. Aber ja, wie gesagt, ich brauche das nicht. Für mich ist das so eine Entspannung, wenn ich da draußen auf dem Hobel sitze, sei es jetzt bei Wind und Wetter und auch nicht immer geil, aber da habe ich dann so ein Stück Freiheit. Und die Freiheit, wenn ich im Wohnzimmer alles voll schwitze, ist da auch Stress, ne? Und ja, macht, was ihr wollt. Das kümmert mich nicht. Gleiches gilt überhaupt, was man also mittlerweile alles immer so auf Strava teilt, ne? Also, ob es jetzt Yoga ist, Rumpf, Body, Dehnen. Jetzt letztlich wieder Aktivität, eine Stunde, irgendwie mit einer Pulszahl von einem gesehen. Sind das für Aktivitäten, die da aufgezeichnet werden? Wirklich mal Aktivität stand da. Und zig Likes drauf auf Aktivität. Da finde ich dann auch immer geil, was die Leute all Q, also heißt ja bei Stravas Kudos, die Daumen hoch. Finde ich ja immer total spannend, auf was da immer all Kudos gegeben wird. Also, wenn da jetzt eine Aktivität 30 Minuten frage, warum liked man das? Kann mir diese Frage, vielleicht gibt es ja einen von euch, der einer von diesen Ultra-Likern ist, wo einfach überall mal drauf drückt. Vielleicht begründen, warum man jetzt in dem Fall von dem die Aktivität liked. Würde mich mal interessieren. Also, falls einer da seinen Sermon zu geben will, immer ran an die Tastatur und durchgeben. Bin ja immer erfreut. Versuche auch regelmäßig zu antworten. Klappt nicht immer. Ich weiß, um ein, zwei Antworten zu ein paar Folgen und Anmerkungen stehen noch aus. Kommt noch. Wie gesagt, jetzt brasskalt hier. Stehen andere Dinge im Fokus. Ich will Kaffee trinken. Weil ist ja gleich, wenn ich jetzt, könnte ich ja auch Aktivität, wenn ich jetzt hier die Videoaufzeichnung über Strava aufzeichne. Aktivität ist dann zwar eher so im Ruhepulsbereich oder beziehungsweise kommt natürlich darauf an, worüber ich gerade schwadroniere. Ich kann mich natürlich auch in Rage quatschen, da geht der Puls dann halt höher. Aktivität, ja, ist in der Tat total interessant. Ja, jetzt sind wir wieder vollkommen vom Thema abgekommen, also No Swift League. Ich bleibe dabei, ist natürlich auch nicht so ernst gemeint. Ne? Also ist ja sowieso mit allem, was ich so raushaue, muss man nicht immer alles tot ernst nehmen. Quatsch halt viel, wenn der Tag lang ist. Aktivität. Also in dem Sinne, wie gesagt, ganz kurzes Ding heute, weil andere Sachen im Fokus. Und generell ja natürlich immer andere Sachen im Fokus. Und dann harren wir einfach mal der Dinge, die da kommen, was so organisatorisch alles abläuft. Will jetzt erstmal wieder vermehrt mit dem Radfahren anfangen, mit dem Laufen peu à peu gucken, was die Wade so hergibt. Letztes Mal im Flachkörper eine kleine Runde in der Warner Heide gedreht. Da dachte ich, leck mir in die Tasche, ey. Der Puls, der ging sofort ab durch die Decke. Also eine Belastung war irgendwie überhaupt nicht möglich. Weiß nicht, ob ich mir noch irgendwas eingefahren habe. Aber wollte ja langsam angehen, ne? Weil dafür 2 Tage vorher die Gravel-Tour, die ich mit Chris und Schmidt gemacht habe, die war ja total super. Die 100 Kilometer, Mann, war das eine Sauerei. Also der Boden war eigentlich überall mehr als gesättigt. Wir sind teilweise wirklich durch knietiefe Pfützen gefahren. Und das war eine knapp 100 Kilometer Tour, die es wirklich in sich hatte. Also bei dem Untergrund, also glücklicherweise hatten wir ein paar Straßenasphaltteile drin, konnte man sich dann erholen, bevor man dann wieder in den ultratiefen Sutt rein ist. Aber das ist ja auch ganz schön. Da habe ich ja dieses eine Bild hier, wo ich in der Dusche stehe. Ich hau das mal hier rein, ne? Mit Barfuß und dem Beinkleid aus Matsch. Sieht gut aus, ne? Also never not draußen, sage ich dazu nur. Also, macht Sport, wie ihr wollt, auch Aktivitäten, zeichnet auf, kümmert mich all nicht. Aber ne, ich wünsche euch was, bis nächste Woche und dann sehen wir uns wieder. Tschö.